Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und in diesem Video möchte ich euch heute einmal den Camino 2 aus Braunschweig zeigen. Der Camino hat die Wagennummer 1951. Wie einige Braunschweiger vielleicht wissen, ist der Camino 2 im Gegensatz zum ersten Camino deutlich heller gehalten. Hier haben wir einmal ein Vergleichsbild von meinem Kanal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen ihr schöner findet. Die Sitze sollen bequemer sein, das weiß ich jetzt allerdings nicht, weil ich mich dort nicht hingesetzt habe. Und die Scheiben, die sind von 70% Tönung auf 50% Tönung runtergegangen. Wie man in diesem Video auch sehen kann, hat der Camino 2 im Gegensatz zu allen anderen Straßenbahnen auch neue Ticketentwerter. Hier haben wir jetzt auch einen Ticketautomaten. Diese gibt es auch erst seit 2019 in Braunschweig. Dort kann man eigentlich fast alle Tickets kaufen, die für die Region Braunschweig bestimmt sind. Auch bei dem Thema Komfort hat sich etwas geändert. Der Camino 2 hat im Gegensatz zum ersten Camino zwei Rollstuhlplätze oder Kinderwagenplätze. Der Camino wiegt ca. 50 Tonnen und ist 36 Meter lang. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Über einen Kommentar würde ich mich ebenfalls freuen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!